Dazu im Studio jetzt schon fast ein alter Bekannter, nämlich Matthias Gradenwitz. Er ist Lerntherapeut aus Bad Neuenheim. Herzlich willkommen hier bei Radio Lotte. Legasthenie ist ja nicht nur ein Thema, was, sagen wir mal, das normale Volk betrifft. Es gab ja sogar auch Prominente, die davon betroffen waren. Es ist für mich ein Traum, in Radio Lotte zu sein. Ich habe es vorher mal schon gesagt, weil Lotte war die Jugendfreundin von Goethe. Und Goethe war eindeutig Legastheniker. Also der große Held, der große Dichterfürst Goethe war Legastheniker. Goethe, Hans Christian Andersen, Agatha Christie, Leonardo da Vinci, Einstein, alles Legastheniker. Und also wir bewegen uns da in guter Gesellschaft und deswegen sprechen Sie auch zu Recht von einer Besonderheit. Nicht wie es im Gesetz steht, wie wir eben gehört haben, einer seelischen Behinderung. Ich glaube, da gab es auch ein bisschen Zweifel, ob das denn wirklich so ist. Ne? Die seelische Behinderung tritt auf als Folge davon, dass die Kinder verzweifelt sind in der Schule, dass sie intellektuell sehr schnell sind und dass sie dann schlechte Noten und schlechtes Feedback kriegen, dadurch, dass mit Lesen, Schreiben und Rechtschreibung nicht klappt. Das heißt also, die können schon der ganzen Sache folgen, also intellektuell, sie kommen da geistig mit, aber es ist eine Blockade da, sie können nicht aufschreiben, sie können nicht lesen, was sie lernen. Das ist, kann man das so vereinfacht sagen? Wir sprechen von Teilleistungsschwäche. Es ist natürlich klar, dass es Kinder gibt mit einer schwachen Intelligenz, die durch die schwache Intelligenz nicht lesen können. Mhm. Aber wenn Kinder ein IQ von 130 aufwärts haben, verstehen sie blitzschnell, um was es geht, aber weil sie so schnell denken, überschlagen sie sich mit einfachen Dingen wie Lesen und Schreiben. Jetzt ist Legasthenie ja nur ein Teilbereich. Es gibt ja noch viele andere Sachen, die ähnlich gelagert sind, zum Beispiel Dyskalkulie. Also es gibt Menschen, die können überhaupt nicht rechnen, obwohl sie es intellektuell auffassen. Oder es gibt Jugendliche und Kinder mit ADS-Syndrom. Kann man das alles so irgendwie zusammenfassen? Ist die Therapie ähnlich oder muss Legasthenie ganz besonders betreut werden? Der Kollege vom Jugendamt hat vorhin gesagt, die Fachleute streiten sich immer. Wenn sie mich fragen, ist Legasthenie, Dyskalkulie und ADHS eine Familie. Mhm. Sie haben für mich ähnliche Wurzeln. Im Erscheinungsbild gibt es Kinder, die haben nur Legasthenie, können hervorragend rechnen. Es gibt welche, die haben Legasthenie, Dyskalkulie und ADHS, wobei ADHS sich dann wieder in zwei Teile, Hyperaktivität, also Überaktivität und Unteraktivität unterteilt. Mhm. Jetzt haben wir vorhin von Frau Frommannshausen gehört, die ganzen schulischen Aktivitäten haben so gut wie gar nichts gebracht, also den Kindern wurde nicht geholfen. Was ist denn bei Ihnen anders? Was ist Ihr Ansatz, um solche Besonderheiten zu therapieren? Ich mache Ausbildungsseminare und wir planen demnächst auch in Weimar eine Staffel. Eins über Legasthenie, immer ein Wochenende. Eins über Legasthenie, eins über Dyskalkulie, eins über ADHS. Eins über das Gordon-Modell. Gordon hat die Familienkonferenz, also ein Klassiker in der Erziehungsratgebung, geschrieben. Und wie entsteht Sehnsucht zum Tun? Mhm. Und das setzt bei der Motivation an. Man muss als erstes die Motivation der Kinder gewinnen. Also die Kinder müssen praktisch lernen zu lernen oder lernen. Sie müssen wieder Vertrauen kriegen in sich selber, im Lernen. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass, sagen wir mal, nicht ausgebildete Eltern, das hört sich fürchterlich an, aber ich benutze diesen Begriff bewusst, dass nicht ausgebildete Eltern zunächst einmal sagen, um Gottes Willen, mein Kind ist einfach entweder zu faul, im schlimmsten Fall, und also dauernd auf das Kind einhauen und sagen, jetzt mach mal, setz dich hin, setz dich auf den Hosenboden, und dass das Kind dann tatsächlich so eine Art Minderwertigkeitskomplex bekommt. Genau. Da setzen Sie an, zielen Sie auf den Kernbereich meiner Arbeit und was meine Arbeit von anderen wesentlich unterscheidet, ich trainiere immer Kind und Eltern. Mhm. Wenn die Kinder erlauben, dass die Eltern dabei sind. Weil es wichtig ist, dass die Eltern durch das Verstehen der Gedankenwelt ihres Kindes in der Lage sind, sie im täglichen Leben ruhig zu begleiten und dass da die Spannung rausgeht. Jetzt ist es im, sagen wir mal, im kindlichen Bereich ist es ja noch möglich, da Einfluss zu nehmen. Aber es gibt ja auch Erwachsene, die mit diesem Problem konfrontiert sind. Ist es dann schon zu spät oder können Sie da auch noch helfen und eingreifen? Ich also ab 18, 19, 20? Ich habe gelernt bei Ronald Davis, der das Buch Legasthenia als Talentsignal geschrieben hat. Der war bis 17 Autist und konnte nicht sprechen. Bis 17? War Autist und konnte nicht sprechen, hat das Sprechen gelernt, aber nicht lesen und schreiben. Dann hat er war aber so klasse in Mathe, dass er als Ingenieur und Techniker gearbeitet hat, Immobilienmakler war und erst zwischen 37 und 47 ein Forschungsteam selber finanziert hat. Im Laufe dieser Entwicklung hat er Lesen und Schreiben gelernt. Also das wird die Frage beantworten. Die älteste Frau, mit der ich ein Training gemacht habe, war 56.